Hallo, zurück zu einer neuen Episode des Football Managers 2019. Wir sind noch in der Saisonvorbereitung, beziehungsweise jetzt fängt die erst so richtig an. Die Transfers haben wir schon mehr oder weniger getätigt, vor allem auf der Seite der Zugänge. Jetzt gucken wir nur noch, wen wir so abgeben werden. Spieler wie Varepakia und so weiter, will ich mehr oder weniger verscherbeln, kann man sagen, für 1000 Euro. Wenn wir die ohnehin nicht brauchen, müssen wir nur gucken, ob die die Verträge annehmen. Dann sehe ich gerade hier noch Angebot, Leihangebote für Joscha Wagnermann. Ich weiß nicht, ob ich ihn ausleihen soll. Ne? Das könnte ein zu kleiner Kader sein. Bafunta wird weggehen, Unbehauen wird ausgeliehen. Witzel will ich abgeben. Der ist noch mitten in Vertragsgesprächen. Schwer zu sagen, was wir da machen sollen mit den Spielern. Ja, und wenn dann Wagnermann auch noch weg ist, hätte es, glaube ich, ihr hättet wirklich gar keinen einzigen Spieler mehr. Außerhalb der ersten 18, ne? So, Varepakia geht zum HSV. Ich glaube, das Witzige ist, der spielt jetzt wirklich beim HSV. In der Jugend oder in der zweiten Mannschaft. Irgendwie so. Auf jeden Fall hat der HSV ihn verpflichtet. Schöner Zufall. Ja. In 9 Tagen dann das erste Testspiel der ersten Mannschaft. Oh gut, Taki wird jetzt auch nur wechseln. Teambesprechung. Willkommen zurück, Jungs. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Urlaub und so weiter. Genau. So, Albi Taki geht dann auch noch. Fehlt jetzt also noch der dritte im Bunde. Unbehauen wird ausgeliehen. Zur Gladbacher Borussia. Jetzt geht es natürlich darum, die Spieler wieder auf Hochtouren zu bringen, vor allem in Sachen Fitness, Spielpraxis und natürlich den Neuzugang Arne Meyer gut zu integrieren. Wieder ein Leihangebot für Wagnermann. Erstmal nicht, ich werde es mir noch überlegen, aber höchstwahrscheinlich nein. So, was mir da gerade noch einfällt, mal kurz die Standardsituation nachprüfen. Muss ich aktualisieren. Wer gibt es denn eigentlich neu? Arne Meyer? Okay. Das sind nicht so seine Stärken. In Sachen Elfmeter. 11, 18 hat er. Okay. Wobei ich warte noch bis kurz vor den Bayern, weil das muss man nicht so wirklich einstudieren. Man muss jetzt nicht einstudieren, wer Elfmeter schießt. Klar, Freischüsse und so ohnehin, aber keiner von denen wird. Zum Beispiel Arne Meyer wird jetzt nicht einer von den ersten sein. Von daher ist das jetzt nicht so wichtig. Und man weiß ja nicht, wer noch alles gehen wird. Das heißt, hole ich wirklich noch einen Spieler. Muss man sich wirklich mal angucken. Branislav Djuricic? Na, nicht unbedingt. So. Ach, hier sind noch die Spieler, die deren Vertrag ausgelaufen sind. Die können aber, wie gesagt, gehen. Igor Korczkowski und Basuru Fufano. Hasan Karaman scheint wohl wirklich sehr gut zu sein. Immer noch 4,5 Sterne, aktuell 2 sogar. Mal gucken, was wir da machen. So, Zakaria geht zur ZSK. Für bis zu 25 Millionen. Ja, Witzel lehnt wieder ab. Was kann man da machen? Angebote Mainz 05 und Valencia. Auch erstmal nein. Kann ich nicht irgendwie mit Axel reden? Transfer. Ich kann nicht mit ihm reden, ne? Was soll ich machen? Vielleicht wirklich ein Angebot von Shangang annehmen und gucken, ob die dann vielleicht so ein Gehalt bieten können, dass er das annimmt. Newcastle. Komm, 27 Millionen. Selbst das, komm, Angebot annehmen. Er ist schon etwas älter.
Versuchen wir es mal. Oh, 14 Millionen haben wir bezahlt für Daniel Duo. Okay, also der muss jetzt einschlagen. Ein Spieler würde es eventuell noch verpflichten. Oder wenn wir einen Spieler zu wenig haben, halt mit den Spielern aus der Jugend auffüllen. Also bei Patrick Born scheint ganz gut zu sein. Ist auch wirklich. Daniel Duo ist von der ersten. Alfonso Diaz, okay, ist erst 15, den will ich nicht unbedingt spielen lassen. Jakob Fröder natürlich kennt man. Burak Karatas. Nicht unbedingt. Hasan Karaman haben wir uns schon angeschaut. Ja, Kamal Bufunta. Dass er noch spielen wird, weiß ich. Wundert mich, aber der wird ja eh bald wechseln. Vielleicht lasse ich es erstmal so. Soll es große Probleme haben, kann ich ja noch zumindest bis zum 31. August nachlegen und dann halt in der Winterpause. So kann ich zumindest die größtmöglichste Spielpraxis für alle Spieler gewährleisten. Hat natürlich immer alles seine Vor- und Nachteile. Nur ist ein kleiner Kader natürlich immer mit viel Risiko verbunden. Cosimo Marco da Graca. Ne, für so eine Summe, sorry. Ist ein bisschen viel. Wobei, Moment. Was für eine Position. Ich dachte, vielleicht ein Spielmacher, aber. Nee. Auch nicht. Luka Jove. Vereinslos? Warum ist er denn vereinslos? Das ist natürlich interessant, aber wir brauchen ihn auch vereinslos nicht, selbst umsonst. Sorry. Manolo Becerra für nur 2 Millionen. Okay. Exakt 2 Millionen Euro. Ja, ich glaube, da haben wir den einen Spieler vor allem für so eine Summe und Talent auch noch. Passlack geht bestimmt nicht zu den Bayern. Kann ich schon jetzt mal sagen. Alle Transferangebote ablehnen. Ist er wirklich unzufrieden? Was kann sie hier halten? Ich brauche ein Team als Schlüsselspieler. Das ist mein Job. Gibt es irgendwas, was sie halt nicht, was sie bieten? Kann ich umstimmen? Achso. Ja, ich habe sie nicht vor zu verkaufen, sorry. Es tut mir leid, Felix, aber. Nee. Und zum Schlüsselspieler kann ich ihn noch nicht machen. Dafür haben wir noch Ashraf. Das ist ein Problem. Warum nur 2 Millionen? Was für Interessenten gibt es noch? Man U, Tottenham, okay. Das scheint wirklich gut zu sein. Dann müssen wir ihm gleich ein gutes Angebot geben, ne? Schlüsselspieler. Okay. Suchen wir mal hier gute Prämien und Klauseln. Mal gucken, was der Manolo dazu sagt. Ab mit einer schlechten Trainingswoche. Also wenn du unzufrieden hier bist, anscheinend jetzt. Danke. Geh doch auch bitte, Axel. Herr Witzel, bitte, bitte gehen Sie erstmal. Sie haben viel für den Verein getan, aber es gibt doch auch mal einen Generationenwechsel. Das wissen Sie doch auch. Axel will nicht gehen, ne? Er will nicht gehen.
Ich glaube, Magnum werde ich auch nicht ausleihen. Sorry. Verkaufen ohnehin nicht. Manolo will einen Teamstatus als Schlüsselspieler. Habe ich erstmal akzeptiert, weil was soll ich auch sonst machen? Nur, dass er das erstmal nicht haben wird. Ja. Kann man sich wohl erstmal noch denken. 76 Minuten für Willem Goebbels. Isak wird besser und besser und schneller und schneller. 33,5 Millionen. Das ist ein guter Transfer. Und die Hertha macht ordentlich Kohle. 116 Millionen schon eingenommen. Und erst nur 8,5 ausgegeben. Also, ja. Die Kassen werden wohl noch dezent gefüllt sein. Wir stecken immer noch mitten in der Vorbereitung. 2 Tage dann erst endlich mal das erste Testspiel. Das ist ein Freundschaftsspiel. Okay, Berkera will zu uns. Der scheint aber auch schon gut zu sein, dass er häufiger spielen könnte, ne? Die 3 Kontras, gilt Sprache lernen, schlechter Absprung. Gut, muss erstmal in die Gruppe kommen, ist auch klar. Oh, Stammspieler bei Inter. Akzeptieren, nehme ich sehr gerne an. Also, das ist, glaube ich, jetzt schon ein Überraschungstransfer und auch noch wirklich die Position, wo Marco Reus spielt. Intensivsprachkurs. Hakimi. Kann das gerne übernehmen. Trikotnummer. Er kriegt die Nummer 15. Du bist verletzt. Nicht allzu lange, aber trotzdem ärgerlich. Dann schauen wir uns ihn mal kurz an. Mann, boah, 3,5 Sterne schon. Direkt Marktwert von 17,5 Millionen. Manolo Becerra kann auch als Stürmer, als zentraler Mittelfeldspieler. Das ist wirklich ein Transfer, ein Glücksgriff. Okay. Der könnte wirklich von Anfang an spielen. Ein neuer Stammspieler sein. Ich glaube, ich versuche es auch so, wirklich so mit ihm von Anfang an. Das Komische, er ist 1,76 groß, hat eine Kopfballtechnik von 16. Physisch ist er stärker, technisch ist er besser, gut, Ecken, Elfmeter nicht so. Tackling, okay. Freistöße, okay. Mental, für 18 Jahre nicht schlecht. Wow. Ist schon mal eine Hausnummer, der Junge. Ja. Jetzt ist die Frage, wenn ich Reus reintue, wer soll raus? Oder soll ich jetzt wirklich versuchen, das zu tun, was er jetzt denkt? Und zum Beispiel Gomez als den neuen, ja, offensiven Mittelfeldspieler zu sehen, in etwa. Fähigkeiten her wird es klappen. Marco. Und meine lieben Zuschauer, ihr kennt mich, ich ändere schnell meine Meinung. Mal gucken, ob sich jemand für 50 Millionen meldet. Natürlich ist er unzufrieden. Gut, dann versuche ich ihn mal. Ich kann das sozusagen. Kapital, das ist so, vielleicht leider zu viel. Mein Wert für den Verein ist wesentlich höher als der Betrag, den sie bekommen, wenn sie mich verkaufen.
der will auch nicht gehen, wirklich. Warum ist das immer so schwer? Ja, ausleihen, ja genau. Ich werde ihn nicht ausleihen. Geh mal auf 40 Millionen runter. Komm, Marco, bitte. Was muss man da denn als Antwort geben, damit die das verstehen? Wüsste ich zu gerne, ne? Ist mir klar, dass es zwei Führungsspieler sind im Kader. Zusammen mit Küschen. Komm, Marco. Ah, okay, jetzt versteht ihr das. Okay, das ist schon mal gut. Luka Jovic geht zu den Bayern. Okay, ich muss sagen, es gibt einige Spieler, einige Transfers für wenig Geld. Nur zwei Wochen, okay. Die sind erstaunt. Also wir, hier diesen Manolo Becerra, für 2 Millionen bekommen. Absolutes Riesentalent. Mit 18 Jahren. Ein Glücksgriff. Danke an den Scout, dass er mir den gezeigt hat. So schnell kann man einen Marco Reus unzufrieden machen. So, Mannschaftsprämie festsetzen. So. Was ist das denn? Oh, 60 Millionen habe ich durch Ticketverkäufe generiert. Das ist nicht wenig. So, Jaden muss natürlich erstmal leider raus. Christian hat genug Spielpraxis. Wobei, er kann trotzdem rein. Witzel auf die Bank. Dann noch Marco und Joscha. So, erstmal meine vermeintliche Stammelf stärken. Ne? Natürlich hoffentlich ohne Verletzung. Das ist das Wichtigste. Hakimi hat sich verletzt. 5 bis 7 Wochen, okay. 5 Wochen. 2-0, Christian und Marco. Das sieht doch direkt deutlich besser aus, die Spielpraxis. Gegen Bordeaux wird dann eine andere Elf auflaufen. Dann gegen Stade Brest dann wieder wahrscheinlich die Mannschaft, die heute gespielt hat. Mit Ausnahme von Hakimi natürlich. Leider noch kein Angebot für Marco. Ja, natürlich blöd mit denen irgendwie so. Ja. Die beiden Spieler im Kader zu behalten. Nicht mal auf der Bank. Bei den Gehältern, bei den Marktwerten, bei dem Kapital, was man draus schlagen könnte. Versuchen wir es nochmal mit Axel. 34 Millionen. Ja, dass Marco nicht so einfach einen Verein findet, ist mir auch klar. Bei seinem Alter. Bei dem Gehalt vor allen Dingen. Aber ich denke, wir bieten nur 40 Minuten an. Die anderen können ja ruhig mal drunter bieten. Christian mit der besten Woche, super. Witzel und Reus natürlich mit der schlechtesten. Gehen wir auch mal runter auf 35 Millionen. Natürlich würde es in der Realität ein bisschen anders mit diesen Spielern umgehen, das ist mir auch klar. Eine Kaufgebühr von 21 Millionen. Sie dürfen gerne ein bisschen mehr vom Gehalt mitnehmen. Okay, die wollen 40%. Hm.
Oder kann man nicht irgendwie eine. Ne, ich sag irgendwie eine Kaufpflicht. Nehmen wir es an. Wird halt ausgeliehen. Können ein bisschen Gehalt sparen und ihn eventuell verkaufen für 22 Millionen. Damit ein unzufriedener Spieler weniger im Kader. Ist ja auch in Ordnung, oder? Natürlich gilt dasselbe wie davor, er muss das erstmal annehmen. Marco, bitte. Hä? Oh, sorry. Das ist natürlich ein Problem von mir. Ich will ihn doch abgeben, wo kannst du das denn machen? So. Oh, 40 Millionen sind für ihn okay. Das ist doch mal schön. Und jetzt wieder die SGE oder sagen die ne bei der Summe? Ah, hier ist noch ein Testspiel. Keine Angebote. Gehen wir runter 35 oder wieder 34, wie es gerade war. Eintracht Frankfurt, aber das zeigt, dass er nicht mehr in dieser Klasse hat, dass große Vereine auf ihn zukommen. Witzel geht raus. Verständlicherweise. Da kommt jetzt Sagadou. Und der Rest der Truppe. Außer Marco. Millionen. Und wir sollen 3,7 Millionen bezahlen. Nehmen wir es an. Er hat halt nicht mehr diese Klasse. Von daher kann ich es verstehen. Moment, wie haben wir gespielt? 3-0. Christian, Alexander und Jakub Friedrich. Oh, Glückwunsch, Jakub. Und kein Verletzter, das ist das Wichtigste. So, er wird bestimmt wechseln, weil hat man ja gesehen, immer unzufrieden, als ich aus Versehen das Angebot abgelehnt habe. Ist ja schon mal gut. Mal gucken, was Axel macht, auch wenn diese Laie mich ein bisschen nerven würde. Weil vielleicht leihe ich ihn einfach nicht aus und lasse ihn erstmal so als Ergänzungsspieler, so als, ja, wenn man Not hat, wenn Not am Mann ist. Ich glaube, das ist die beste Variante. Wenn, dann halt wirklich einfach richtig verkaufen und nicht so wie bislang jetzt. Ausleihstatus, Leihvertrag nicht möglich. Blin. So, und dann nochmal anbieten, ganz normal für 30 Millionen. Und mal gucken. Ja, Paslak ist auch unzufrieden, klar. Muss man mit dem Kader reden. So, gut, die beiden konnten es verstehen. Christian und Matheus. Bis zum Start Brest. Bin ich wieder zurückrotiert. Oh, Reus schon weg. Das ging ja wirklich jetzt schnell. Oh, Axel hat verstanden anscheinend. Sehr gut. Das war super. Guck
konnte nicht lösen, okay. Gut, immerhin. Jetzt, wo ich mit ihm geredet habe, geht es ihm anscheinend besser damit. So, zurückrotieren. Donnarumma kann aber erstmal draußen bleiben. Stark. Christian. So, dann noch Vita ab für Isaac. Ja. So, jetzt sieht es natürlich noch besser aus mit 58 Millionen Einnahmen. Könnten wir Witzel noch verkaufen, wären wir fast wieder bei 0 oder okay, eigentlich schon bei minus 10 bis 20 Millionen, je nachdem. Dann jetzt nochmal ein Versuch mit 25 Millionen. Und sehr gut, dass noch immer kein neuer Verletzter dazu kam. Oder erstmal 27. Wer hat denn getroffen? 3-0 gewonnen. Enrique, Havertz und Becker. Kann man bei uns von einem Umbruch reden? Oder zumindest von einem Führungswechsel, das auf jeden Fall. Noch immer kein Angebot für Witzel. Aber ich denke mal, das war es dann erstmal von der heutigen Folge. In der nächsten Episode gibt es dann noch mal die Saisonvorbereitung mit dem Testspiel gegen Tottenham und Napoli. Dann kommen so richtige Gegner. Aber was mir auch auffällt, alle drei Spiele wieder zu Null und nicht unbedingt immer gegen schwache Gegner. Gut, dann das war es wie gesagt von heute und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag noch weiterhin. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Episode. Macht's gut, tschüss Sikowski.